sagst du? Auf jeden Fall Münze werfen, oder? Münze werfen? Münze. Genau, Kopf kommt ein bisschen links. Also, halt. Also, wenn Kopf kommt, bin ich rechts, und wenn Kopf kommt, bin ich links. Wenn Teil kommt, bin ich links, genau. Gut. Halt, Sahne. Halt! Okay, die Münze ist gefallen. Das machen wir mit dem Tommy immer so. Da gibt es keine schweren Entscheidungen, weil es gibt ja immer eine Stelle, die jeder bevorzugt aufgrund der Wind- und Wetterverhältnisse. Das war diesmal eine Bucht, die wir an unserem neuen Gewässer hier entdeckt haben. Tommy hat die Zahl gesetzt auf die Bucht hinten, ich Kopf. Die Zahl ist gefallen, das heißt, Tommy wird jetzt hinten in die Bucht reinangeln hier. Ich werde mir gerade außen ein paar Pinne stellen und eine kleine Bucht dann suchen. Das zeigen wir euch später. Und jetzt erstmal zum Projekt. Genau, ich wollte sagen, ich hole euch immer rein, wo wir sind. Wir machen jetzt was ganz Neues, und zwar sind wir an einem wirklich winzigen Badesee in einem Land, wo das Zurücksetzen der Karpfen natürlich erlaubt ist. Usbekistan oder so sind wir jetzt hier. Und auf jeden Fall ist es eine Nummer, die wir nicht allzu oft machen. Kleine Gewässer sind jetzt ja nie absolut unser Steckenpferd. Wir haben ja eine heiße Information bekommen, dass das hier halt vom Anglerischen erstmal grundsätzlich möglich ist. Karpfen sind drinne. Wir haben sogar schon den ersten gesehen. Ja. Und hier wollen wir jetzt mal versuchen, mit unserem Wissen was zu erreichen. Das Gewässer selber haben wir im Vorfeld noch nicht gesehen. Das kennen wir nicht. Wir haben hier noch nicht geangelt. Also wir haben hier wirklich null Erfahrung. Wir fangen hier bei null an. Und genau wie wir das jetzt aufbauen, wie die Strategie ist und was wir jetzt beachten oder was wir nicht beachten, da wollen wir euch jetzt mal mitnehmen, euch komplett mit aufgleisen, wie man die Sache rangehen, welche Köder, wie, was, wo. Ja, zeitmäßig sind wir genau in dem Fenster, wo wir das Video eigentlich online stellen wollen. Nächste Woche soll das online gehen. Wir befinden uns jetzt aktuell Ende April. Ja, Ende April, was haben wir heute, den 23. oder so? Genau. 23. April. Wir werden jetzt aufbauen. Wir sind natürlich die weite Reise mit einem Auto gefahren mit Stefan. Haben wir quasi eine Fahrgemeinschaft gebildet. Genau. Fahrerwechsel haben wir die letzten 300 Meter gemacht. Und auf jeden Fall bauen wir jetzt mal alles auf. Die Münze ist gefallen, wie Stefan schon gesagt hat, machen wir das immer so. Und jetzt wollen wir versuchen, hier einen Fisch zu fangen und nehmen euch da Step by Step mit. Und ich hoffe, ihr könnt dabei was lernen. Wenn wir was fangen, seid ihr mit dabei. Und da gibt es entsprechenden Film auch, wie immer. Genau. Ja, wir legen jetzt los. Wir nehmen euch mit auf Stellensuche, alles was wir machen. Gewässer für uns komplett neu, aber wir sind schon richtig motiviert, weil der erste Karpfen ist direkt zu unseren Füßen durchgeschwommen. Und deswegen, wir legen jetzt los. Genau. Aufbauen und dann geht's raus, dann werden die Stellen gesucht. Und ihr begleitet uns die ganze Zeit. So. Die Routen, die habe ich jetzt fertig aufgebaut. Tommy und ich, wir haben unsere Zelte schon aufgestellt, liegen, alles steht. Die Routen sind jetzt ausgerichtet. Die Plätze hatten wir am Anfang durch die Münze entschieden. Tommy ist für rechts, ich links. Grob ausgerichtet von der Optik, wie wir ums Gewässer gelaufen sind, wird der Tommy hinten in diese Bucht angeln. Ich werde mir vorne bei der kleinen Bucht rechts und links was suchen, aber so grob steht das Setup. Die BTAs mit den Bobbins sind schon montiert. Unser geniales System, einfach einstecken, Klick und fertig. Der Bobbin wird ausgehangen, die Kette in die Mitte gelegt zwischen den Bobbinholder und schon wäre er jetzt einsatzbereit. Aber dazu müssen wir jetzt erstmal aus Wasser die Ruten ablegen. Und natürlich ganz wichtig, bevor wir jetzt mit dem Tommy die Ruten ablegen, wird der Kescher aufgebaut. Weil manchmal geht es ja zufällig wirklich richtig schnell mit den Fischen. Und da wir schon ja, welche gesehen haben, sind wir doch hoch motiviert. Deswegen ganz wichtig, gleich den Kescher. Hier wieder schön unser Magnetic Net Float. Das ist der Typ 2, den ich habe. Hier unten der Magnet im Netz. Einhängen, fertig. Und jetzt legen wir das Boot ins Wasser. Los. Oh! Warte mal, hier mal eine Bootshalterung, das wird uns nicht. Ja, der Stefan holt jetzt nochmal die Bootshalterung ran. Wir haben ja ein ganz kleines Gewässer, aber trotzdem haben wir hier ein Boot, beziehungsweise das haben wir auch genehmigt bekommen, ist klar, ansonsten würden wir das nicht machen. Warum? Wir angeln hier direkt unter Bäumen, wie ihr vielleicht gesehen habt, und unter den Bäumen mit Werfen, also wir haben jetzt 12 Fuß Routen mit, das ist halt nicht möglich.
Und deswegen brauchen wir hier in jedem Fall das Boot. Am Pendelwurf, das wäre gegangen, aber da wir jetzt drüben die Buchten anangeln wollen, weil wir da die Fische gesehen haben zum Teil, also jetzt wollen wir das natürlich entsprechend mit dem Boot nutzen. Münze hat entschieden, haben wir jetzt schon zwei, drei Mal gesagt, ist klar. Wir haben, denke ich mal, zwei identische Plätze, die wir befischen können. Stefan, ich glaube, du setzt jetzt auf Schneemänner, oder? Genau, ich werde kleine Schneemänner fischen in 16 mm. Genau, mit den Response Red wieder, was ich im Winter noch hatte. Den will ich unbedingt noch ein bisschen weiter probieren. Aber jetzt erstmal die Schüssel ins Wasser und dann ziehen wir mal eine Runde über den Teich. Ja, jetzt nochmal zum Thema Boot kurz. Also wie gesagt, wir müssen Boot nutzen, weil wir nicht werfen können. Wir werden dann nochmal vielleicht mit der GoPro hier filmen. Wir haben ein ganz steil abfallendes Ufer. Das heißt, wir sind wirklich auf dem Uferbereich, wo es das ganz schnell runtergeht. Also hier geht nicht mal die Nummer mit der Warthose, dass man mit der Warthose reingeht und wirft. Das fällt aus. Hier geht es nur mit Boot. Wir wollen aber natürlich, da wir jetzt im Frühjahr sind, im flachen Bereich beginnen. Die Fische halten sich auch im flachen Bereich auf, wie in jedem anderen Gewässer wahrscheinlich auch. Und entsprechend müssen wir da halt da rüber paddeln, beziehungsweise haben wir sogar einen Motor mit. Wie das Ganze dann aussieht mit Stefan, dem großen Stefan und dem kleinen Boot, das wird spannend, das wird eher den Effekt Schwimmring haben, aber irgendwie wird es gehen. Wir hoffen, dass er nicht untergeht. Wir schnallen natürlich noch eine Schwimmweste an, beziehungsweise so ein, wie sagt man dazu, so ein Rest-Tube. Genau. Und dann hoffen wir, dass wir unseren Stefan wieder bergen, falls er untergeht. Und das ist quasi jetzt unsere erste Strategie, wie wir rangehen. Wir suchen uns vernünftige Spots, wo der Boden gut ist. Das machen wir natürlich mit dem Ground-Tester. Und entsprechend da lassen wir unsere Schneemänner und Pop-Ups runter. Ich mache einen Schneemann, innen mit dem Pop-Up, einen Ronny-Rig. Den werde ich da entsprechend präsentieren. Und hoffen, dass die Fische da schnell anspringen. Da sind sie gewesen. Ob sie jetzt vom Boot vertrieben werden, weiß ich nicht. Auf diesem Mini-Gewässer fahren tatsächlich auch Tretboote. Also denke ich, irgendwie so eine gewisse Bewegung auf dem Wasser sind sie gewohnt. Und jetzt wollen wir das Ganze einfach starten. Einer von uns beiden fährt jetzt raus, macht quasi seine Routen scharf. Der andere schraubt noch Rix oder irgendwas. Und gucken wir mal, wann das nächste Mal die Kamera angeschaltet werden muss, um hoffentlich was abzufilmen, was Schuppen hat. Oder zumindest eine Lederhaut. Okay, so weit, so gut. So, das Boot, das fixieren wir jetzt hier mal seitlich am Ufer, dass wir gut reinsteigen können, weil übers Wasser einsteigen wird an der Stelle schwierig. Wie der Tommy sagte, geht wirklich steil runter, also der erste Tritt und ich bin mit den Wadstiefeln weg. Deswegen Bootshalterung und hier mache ich in den Grund den Hering schön fest. Und genau. Und dann sollte das reichen. Und jetzt kommt der Rest ins Boot. Ich lasse den Tommy erstmal testen, ob das funktioniert. Gut, ich wiege ja ungefähr nur 35 Kilo, das sieht man ja auch. Ne? Also von daher ist das alles ziemlich gut. Stefan, halt mal bitte den Akku, der war teuer. Ja, das halte ich. Ich lege erstmal rein. Das sah schon nicht doof aus. Hopp. Zack. Ja, viel Platz ist wenig. Wo der Stefan dann hier noch reinpasst, das werden wir sehen. Vielleicht irgendwo hier rein oder so. So, jetzt kommt das Wichtigste des Tages. Unsere Bojen. Falls wir was sehen, was wir markieren müssen. Und das Allerwichtigste überhaupt, ohne dem nie wieder einen Ground Tester. Da wir hier ein Boot nutzen dürfen, natürlich unseren GT2.0. Ansonsten natürlich den Casting Ground Tester, aber wie gesagt, auch den kriegen wir ja unter den Bäumen nicht geworfen. Deswegen schön hier unseren Freund. Und mal gucken, was wir da Interessantes finden. Was die Fische jetzt hier fressen, wissen wir nicht. Es ist ein Badesee, ich gehe von Keksen und Pommes aus. Vielleicht hin und wieder auch ein Stückchen Burger. Natürliche Nahrung, damit müssen wir uns jetzt beschäftigen. Und wenn wir die gefunden haben, ist das schon wieder ein weiterer Puzzleteil für das Gesamträtsel, was wir lösen wollen. Spannender, wie gesagt, bei diesem Film. Wir beide sind noch nie an dem Gewässer gewesen. Das ist eine absolute Nummer ins kalte Wasser geschmissen sozusagen, obwohl wir testen mal. Ah, so kalt ist es nicht. Mal gucken, was das Echolot sagt. Ich sage jetzt mal 14, 15 Grad. Schauen wir uns. So, jetzt mal ich hinter der Kamera. Stefan hat sich quasi häuslich eingerichtet. Boot ist beladen. Die Sachen an Bord. Richtig. Ich gehe jetzt mal auf Stellensuche. Komm, jetzt bin ich vorhang gelassen. Merci. Und Alter vor Schönheit. Hätte ich jetzt so nie gesagt, aber es ist egal. Ich mach los. Jungs. Stefan, was glänzt denn so direkt auf deinem Kopf? So. Ehrlich? Gut frei.
abschieben und dann fährt der Stefan mit dem großen Boot. Stefan und sein Schwimmring. Sieht aus wie so ein Bellyboot. Jetzt geht's los. So. Was hast du denn Schönes gefunden? Ja, das war ganz aufschlussreich. So. Ich habe drüben auf der Seite so eine Einbuchtung und da haben wir eine relativ steile Kante. Geht von 3 Meter recht schnell hoch auf ein Dreiviertel Meter, so einen Meter ungefähr. Ich konnte 3 kleinere Karpfen sehen. Die waren direkt im Flachbereich drin. Und habe aber noch beim Eingang in die Bucht eine Schlammkohle drin. Dann geht es vom harten Boden, da ich schön mit dem grauen Tester abgeklopft, beide Seiten hart, hart und dann kommt eine weiche Kohle drin. Das Sediment sah jetzt auch nicht ganz schlecht aus. Ich werde eine Route flachlegen, habe ich mich entschieden. Richtig in den Flachbereich, knapp einen Meter vielleicht runter. Und die andere lege ich unten an die Kante. Ich habe versucht hier mit dem Aquascope was ausfindig zu machen, das war nicht möglich, die Sicht war nicht so gut. Hatte aber hier unter Wasserkamera dabei, habe die runtergelassen und bei 3 Meter hat man auch sehr, sehr viele freie Flecken, konnte ich dort sehen. Also das sah nicht schlecht aus. Jetzt übergebe ich das Boot dem Tommy, jetzt kann der mal gucken, wie es aussieht. So, jetzt kommt die Wunderwaffe zum Einsatz. Der Respoon Thread. Ich habe ein bisschen gemischt in meiner Dose, Pop-Up und Wefter und ich nehme es in schönen Pop-Up. Mir gefällt die Farbe sehr gut. Und dazu gibt es natürlich den passenden Bodenköder, da ich definitiv beide Routen mit, sehr schön, mit Schneemännern fischen werde. Und das sieht dann so aus. Würdest du in der Farbe dein Haus streichen, Stefan, wenn dir die so gut gefällt? Nein. So. Dann hast du jetzt geschwindelt. So, wie immer mein kurzes Vorfach. Ich mag das einfach, ich halte das hier für richtig. Kommt mein kleiner 16 mm Respoon Thread Schnurrmann dran. Dann mein lovely Full Metal Boilie Stopper. Oh, ich liebe den, einfach einen Traum damit zu fischen. Schön reindrücken. Die Schnecke oben im Boilie bin ich drinne, perfekt. Ziehe ich den ran. Wie immer noch mal Test. Hakenschärfe ist einmal frei. Sonst hätte ich jetzt Tommys neue Pfeile rausholen müssen, die er mir gebaut hat. 4x6 Meter. 4x6 Meter, genau. Zweihandpfeile. So. Brauche ich noch ein Bleichen. So, das Multilied eingehangen. Connector ordentlich draufschieben. Den Longtail-Rubber bescheuert die Mittel mit Spucke, weil ich will, dass das ordentlich flutscht. Flutschi flutsch. Perfekt. So, Jungs. Und wer es noch nicht gesehen hat, nochmal eine Nahaufnahme. Das werden wir dann nochmal klären. Wir haben eine kleine Änderung gemacht an den Konnektoren. Die Spleißung, da ist jetzt eine Krimpe drüber, dass das 1000% hält. Aber das erklären wir dann nochmal separat während des Films. Genau, Stefan macht jetzt mal die Routen als erstes ins Rennen. Mit seinem Lieblings-Pop-Up in der Farbe Lila. Ich dachte immer, Rosa ist so ein bisschen deins, aber nein, das ja, ist Lila. Ja, ja, ja. Rosa mit braunen Punkten oder so. Oder das karierte Muster. Auf jeden Fall geht Stefan jetzt als erstes mit seinem kurzen Rig ins Rennen. Und ich werde ihm dann folgen mit meinen längeren und mal gucken, ob da die Stelle oder das Rig entscheidet. Und dann sind wir mal guter Dinge, dass hier was passiert. So, der erste Fisch ist drauf, es ist unfassbar. Stefan ist noch draußen und will quasi die zweite Route legen und schon ging es los. Unser Kameramann hat mir gerade gesagt, hier war draußen und auf jeden Fall haben wir jetzt den ersten Fisch drauf. Jetzt muss ich mal gucken, wo der Stefan den Kescher hat. Ach, der liegt genau neben mir. Jetzt gucken wir mal.
Wie gesagt, ist nicht meine Route, aber auf jeden Fall fühlt sich gar nicht so schlecht an. Route gerade runter. Ja, muss quasi im Absenkvorgang gebissen haben. Wer hätte das gedacht? Ich habe mit Stefans Route noch nicht gedrillt. Aber fühlt sich auf jeden Fall gar nicht so schlecht an. Hoffen wir mal, dass wir den kriegen. So, Stefan kommt zurück. Wahnsinn! Ja. Das ist ja wieder ein Tommy-Scherz hier. So, da kommt er. Ja, den Biss haben wir jetzt natürlich nicht drauf, weil irgendwas Goldenes kommt da geschwommen. Ja. Gucken wir mal, was der erste Fisch sagt. Stell mal, wenn ich beeilst, darfst du selber noch landen. So, hier kannst du den Drill noch fertig machen. Du bist ein guter. Wahnsinn! Unfassbar. Ich dachte, der Tommy macht Spaß mit mir und nimmt mich auf den Arm hier. So kräftig bin ich auch nicht. Was hast du jetzt? 200 Kilo knapp? So, oh, ein ganz kleiner. Das hat sich auch besser angefühlt. Aber schöne Farbe, hä? Guck dir das an. Herrlich. Mega. Herrliches Tier. Ja. Hier ist Bones Red. No! Aber jetzt! Jetzt! Tommy! Ich glaube, das war der schnellste Fisch, den wir je gefangen haben, oder? 100%ig. Also unfassbar, das ging schnell. Wahnsinn. Warte, ich hol mal die Matte. Ja. Das hat ja lange gedauert. Da hat Stefans kurzes Rig quasi zugeschlagen. Und du hast die Route gar nicht abgelegt. Naja. Naja, das machen wir jetzt wieder raus. Ich bin aufgeregt jetzt, ne? Ich muss ja eh raus, dann lege ich diesmal bitte mit Emma. Ja. Jetzt ist schon mal hin. Ja, auch 2020 werden wir euch mit dem quasi Slogan ärgern, nerven. Das Multilet hat wieder mal genagelt, nicht? Ja. Ich nehme mal die Stippe hier. Kein Riese. Aber der erste des Jahres. Oh, wahnsinnig geile Farbe. Super schön. Top. Und was soll man jetzt sagen? Ungeschönt. Ja. Wenn man diesen Hakensitz sieht, das ist doch irre. Der hat wirklich genagelt. Ein bisschen verdreht. Man guckt ja wirklich Stefans ultra kurzes Vorfach. Ja, wunderbar. So, was für eine Schönheit. So. Die Farbe ist ja mega. Hä? Man kennt die Nummer mit dem Fotografieren noch nicht. Ja. So, der große Mann und der kleine Fisch. So, Stefan fährt wieder raus. So, Stefan hat jetzt einen zweiten Versuch quasi, nach dem ersten Fisch. Route wieder abgelegt. Ich mache jetzt eins, das machen wir immer an jedem Gewässer. Hier sind wir natürlich besonders klein. Die Rutenspitze unter Wasser drücken, das sorgt dafür, dass Stefan angelt mit geflochtenen Schnüren, dass die geflochtene Schnur, die sinkend ist, quasi die Spannung verliert oder quasi die Wasserspannung durchbricht und entsprechend schnell absinkt. Nachher kommt noch ein Backlit rein, falls wir es schaffen, und dann ist das schon wieder geritzt, die Nummer. Fest, warte mal. Ja, halten, kannst du mich drücken? Ja, auf der Ecke und tief ist dann gleich 3, steht noch mal. Ich denke, 8 bis 10 mehr haben wir nicht gehabt haben, aber so. Ja, wir sind dankbar für jeden Fisch. Auf jeden Fall sind wir erstmal in Schneidert. Also, cool. Also das ist unfucking unfassbar. Ja. Der schnellste bis aller Zeiten, ne? Auf YouTube. Ja, ich schon viel, aber nee. Da ist mit dem Boot zurückgekommen, hätte ich mich gewundert. Ich hab es gar nicht mitgekriegt. Ja, jetzt kommt noch das Backlit zu Gange, hier der Backlit-Toller. Ich habe die Griffe immer gleich fertig eingeklinkt. Damit der Tommy mit dem Boot über meine Schnüre problemlos drüber kommt,
stelle das hier noch etwas höher, das muss nicht ganz so tief sein. So, die Rute noch mal rausnehmen hier. Glücksrute, wa? Hier. Hä? Ja? Gut, nimmst du gut raus, ja. Mega. Also das ist der Wahnsinn. Wir haben gerade endlich beide Routen abgelegt. Wir haben eben schon den Fisch gehabt. Tommy schafft gerade seine Routen raus und dann läuft die gleiche Route ab. Aber ich muss dazu sagen, ich habe an der Stelle auch wirklich die Fische schwimmen sehen. Ich habe quasi fast in den Fisch reingelegt. Aber es scheint wieder einer der kleineren zu sein. Ich habe ein paar bessere gesehen. Ich bin schon zügig mit hier. Ja. Wenn ich ihn genau wüsste, würde ich sagen, ist der gleiche nochmal. Irgendwo drauf die Jungs. Wow. What the fuck? Was ist denn hier los? So groß ist er doch gar nicht. Also der Respawn Thread macht hier 150% Arbeit. Ich nehme mal ein kurzes Vorfach, Multilead. Natürlich noch die richtige Stelle ausgesucht, ist klar. Aber das geht. Der Tommy kriegt von dem ganzen Geschehen gar nichts mit, der legt hinten in Ruhe seine Rute ab. Ja, komm, mein Kleiner, komm. Hier eine herrliche Färbung. Jawoll! Dann haben wir ihn, die Nummer 2. Ungefähr die gleiche Größe. So, nochmal fix auf den Hakensitz. Ja, hier. Hängt wirklich 1:1 wie der erste Fisch. Gleiche Stelle, das ist die Kombination aus Vorfachhaken plus Multilead, wo wirklich sofort Druck auf den Haken kommt, dann sitzt das natürlich perfekt. So, Haken raus. Da haben wir die Nummer 2. Wirklich klein, aber die Freude ist trotzdem groß. Die ersten Fische des Jahres für mich. Der geht jetzt sofort wieder zurück. Und dann hoffen wir, dass einer der größeren, die ich auch schon gesehen habe, demnächst einsteigen. Release the Beast. Eine gute Stelle suchen wir, wo ich ankomme. Gar nicht so einfach hier. Wieder. Adieu. Nee. Was gibt's denn nicht? Was ist denn bei mir nicht, Warte. Nee. Devon, Doppel. So, Doppelrun. Devon konnte gerade so die Route ablegen. Nein. Jetzt müssen wir hier mal übernehmen. Hopp. So, zack. Was ist das hier? Ist das Boot oder? Das ist nicht ein Boot. Nee. Der eine hat ganz den Dampf gemacht. Jetzt brauche ich einen Kescher, aber. Ja, nee. 1, 2, super. Der andere ist nicht auf. Warte, ich mache eine Route. Das Boot. Gib mal einen Kescher, Kerli. Ich hab Kescher. Meiner nimmt jetzt schon wieder aus. Also die Nummer mit dem schönen Schlauchgewell war nicht so schlecht. Ja. Ja, weg. Ja. Oh, meiner schwimmt hinten ins Flache. Will ich auch was geben. Das ist ja etwas größer. Schöne Schuppen hat er auf der Seite.
aufpassen hier vorne. Ein hübscher. Im Netz. Ich fange. Mega! So, gucken wir gleich mal raus. Oh ja. Das ist schon eine Nummer besser. So, gucken wir, wie der Haken sitzt wieder. Das Obligatorische bei uns. Ja, und wie immer mittig, Unterlippe. Zack, dann haben wir ihn wieder. Oh, ein schöner Kerl. Ein hübschen Perlschüppchen hier. Mega. Oh ja, oh ja. Das ist ein hübsches Kerlchen. Sehr, sehr schön. Gucken wir mal. Oh, das war doch eine Punktlandung. Wenn der Wind jetzt nicht so drücken würde. Der erste über 10, Petri Stefan, super. 10 Kilo? So kann es weitergehen. Das geht ja ganz schön ab. Das ist ausbaufähig. Wahnsinn. Super. Hat zwar schöne Schuppen. Der fährt jetzt noch mal ganz kurz in die Kamera hier. Sehr schön. Oh ja, schönes Tier. Super, Stefan. Prima. Das artet hier heute ein bisschen aus. Chaos. Wirklich schön sieht er aus, he? Herrlich, wunderschöner Fisch. So, mal ganz kurz hoch. Ich kann noch ein schwaches Wasser angedeihen lassen. Oder dem Fisch besser sagen, nimm mir bitte. Wunderschönes Tier. Mega. Mega, so kann es weitergehen, oder? Bin begeistert. Gut, und wieder zurück damit. So, die Taktik erstmal hingehauen. Oh, was für ein Fisch. Mega. Schaut euch das noch an, die Schuppen. Ist das nicht ein Traum? Da geht er wieder. Wahnsinn. Bye bye. Ja. Ich habe ihn nicht gezaubert und drüben hat auch niemand gesessen, hat mir die Fische mit der Hand an den Haken gehangen. Ich bin quasi erst eine Runde gefahren und habe wirklich Fische von oben gesehen mit der Poolbrille. Ich habe die wirklich gesehen. Das habe ich reingelegt. Die stehen auf einer Ecke, wo der Übergang ist vom Tiefen von einer 3-Meter-Kante, die hochgeht auf 1 Meter ins Flache. Die Bucht ist wahrscheinlich sehr warm, die scheinen dort einen Wechsel zu haben, dass sie rein und raus schwimmen. Dort liege ich, liege wahrscheinlich richtig auf einer Zugstrecke, das heißt, die Route liegt kaum drinnen und ich hake dort Fische ab. Das ist mega, also wirklich die eine Route ist das jetzt. Und wie immer mein kurzes Vorfach, da ein Snowman dran, Multilead, habe jetzt 270 Gramm Version gerade dran. Und das Nagel, wie wir gesehen haben, alle drei Fische haben perfekt in der Unterlippe gegangen. So darf es weitergehen, jetzt gucken wir, was noch kommt. Und das nächste ist der Tommy dran. So, Freunde, ich werde jetzt mal die nächste Route ufernah platzieren. Ich habe hier direkt vor der Nase quasi ein Seerosenfeld. Hier möchte ich einen Ledcore-Leader benutzen aus unserem Hause. Und der hat unter anderem natürlich unseren Vollmetal-Ledclip dran. Darauf schwören wir und ist auch zwingend notwendig für unsere Ledclip-Montage mit unserem Multiled. Aber was hat er ganz neu? Und zwar all unsere Ledcore-Produkte haben diesen, ich hoffe man sieht auf der Kamera, haben diese kleine zusätzliche Krimpe. Der Stefan wird euch noch mal was dazu erzählen, denn der hat es entwickelt. Das bringt einfach noch mal einfach hundertprozentige Sicherheit beim Ledcore Angeln, weil Ledcore kann aufgehen. Wir haben da unwahrscheinlich viele Tests gemacht und beim Dauergebrauch geht es einfach auf, über kurz oder lang. Und durch diese kleine Krimpe, die wir überall in unseren letzten Produkten jetzt verbauen, ist es einfach vorbei. Aufgehen ist nicht. Da müsst ihr es zerreißen und das wird schwer. Und wie einfach wir das montieren, das zeige ich euch jetzt nochmal. Also wichtig auch natürlich hier auf der Rückseite gut zu sehen. Schlaufe, es ist gespliced plus zusätzlicher Krimpe halt. Ich nehme hier eine geflochtene Schlagschnur.
0,45 Lips wegen den Seerosen, falls der Fisch da durchmarschiert, falls überhaupt einer beißt, aber dann wird er sicherlich dadurch wollen, rasiere ich die einfach mit meiner Schnur ab. Also Schlaufe, quasi ein Blutsknoten, dann gehe ich hier fünfmal durch. Ja, zack. Befeuchten ist klar, zuziehen, ziehen wir das Ganze runter und schön ist das 100% sicher mit unserem Leader verbunden. Das Ende schneide ich jetzt so ab, dass noch, also ich schneide es nicht ganz kurz ab, einfach aus Sicherheitsgründen. Ich glaube nicht, dass das was gut oder was schlecht macht, wenn das etwas länger ist. Und nun hier vorne dran an unseren beliebten Vollmetal LED Clip den Connector in der entsprechenden Größe. Hier haben wir jetzt Größe M, denn ich möchte hier vor den Füßen quasi mit 142 Gramm fischen als LED Clip Variante. So, schön drüber. Hier auch noch gut zu sehen auf der Außenseite die Krimpe, die befindet sich auch hier dahinter an der Schlaufe. Das macht die ganze Sache richtig sicher. Vorfach rein und natürlich zu guter Letzt dann noch entsprechend das richtige Blei. So, Vorfach ist eingehangen. Es lief zur Sicherung drüber. Und jetzt noch das entsprechende Blei rein und los geht's. Ja. Tommy direkt an die Kante des kleinen Seerosenfeldes geschmissen. Das ist eine steil abfallende Kante, also der liegt jetzt bestimmt schon bei 2 Meter Tiefe. Aber das ist gut, wir haben wie gesagt genau auf der Höhe so ungefähr schon ein, zwei Karpfen ziehen sehen hier. Der Anfang war doll, also der Start in die Session war mega hier in dem neuen Gewässer. Ich habe halt Fische gleich gesehen, direkt die Montage davor gelegt und das ging echt hintereinander los. Allerdings habe ich gemerkt, hier für dieses kleine Gewässer finde ich, sind meine Bleie zu schwer. Das muss hier nicht sein. Ich mache jetzt mal etwas kleinere Bleie dran. 142, 121 ist eine Connectorgröße. Das switche ich. Dann kommt bei mir noch unser Leadcore-Leader mit davor. Dann bin ich noch eine Montage neu, weil der Body ist jetzt schon ein bisschen runtergeschrubbelt. Das kann ich nochmal erneuern. Ja, und dann geht das Ganze wieder raus. Wie durch Zauberhand kommt der. Ja. Merci. So. Jetzt möchte ich kleiner mal was zur Sache erzählen, was der Tommy schon angedeutet hatte, was wir jetzt im Prinzip neu gemacht haben. Das will ich euch nochmal detailliert in der Nahaufnahme zeigen. Und zwar, Leadcore ist eigentlich eine ganz feine Sache. Ist in der letzten Zeit, glaube ich, bei vielen etwas in Vergessenheit geraten. Aber man sollte es nicht unterschätzen. Es hält wirklich gut, es liegt gut. Ist auch eine relativ preisgünstige Variante. Aber das Problem mit Leadcore, wir haben wirklich viel getestet und haben auch dort Kundenfeedback gekriegt. Deswegen haben wir uns dann wirklich einen Kopf gemacht, was können wir da machen. Das Leadcore hat eine einfache Spleißverbindung. Ja. Das heißt, wir fädeln das Material durch den inneren Hohlkern durch und durch die Tension auf die Außenhaut, wo der Innenkern drin steckt, wird das gehalten. Das ist ja auch etwas rau. Da passiert nichts. Aber während des Drills kommt es immer wieder zu Entlastung, Belastung, Entlastung, Belastung, Entlastung, Belastung. Der Fisch ruckt, der schlägt und so weiter. Und dadurch fängt das an, haben wir rausgefunden, stückchenweise zu wandern. Und irgendwann bei einem Ruck macht es zack und die Spleißung ist offen. Und das ist wirklich bei jeder Spleißung so. Da haben wir da wirklich viele komische Sachen gemacht. Also wir haben auch mit Sekundenkleber rumgebastelt und so ganz komische Dinger. Aber da wird das auch steif und das taugte. Und ja, der glänzende Einfall am Ende aktuell für uns war einfach eine Krimpe aus dem Hauptfischbereich. Die fädeln wir im Anschluss ganz einfach über diese Spleißung hier drüber. Dann wird die ganz normal mit der Krimpzange zugedrückt. Somit ist auf dieser Spleißung, auf dieser gespleisten Verbindung immer Druck, immer, und somit ist das unmöglich, dass die jemals wieder aufgeht. Also hier muss wirklich irgendwo die Montage oder die Schnur festhängen, dass man es reißt. Anders ist das nicht mehr möglich. Also das ist das, wo ich sage, ein Produkt
generell bei uns jetzt natürlich bei allen Spleißungen ein Produkt mit 1000% Vertrauen. Hier kann man ganz ruhig drin volle Belastung machen. Hier braucht man keine Angst mehr haben. Genau, und das hänge ich mir jetzt einfach mal dran. Vielleicht noch irgendwann einen Fischfang. Ich hoffe es zumindest. Ich mache ja auch einen ganz einfachen Grinnerknoten oben dran. Das ist für mich die einfachste und häufigste Verbindung, die ich hier beim Angeln oft mit einsetze im Knotenbereich. Fädel den zweimal durch. Sanft zuziehen. Bisschen Gleitmittel drauf. Und fertig. Das überstehende Ende schneide ich grob ab. Also ich lasse gut 5 bis 8 mm stehen. Ist es ein bisschen mehr, ist es auf jeden Fall nicht schlimm. Man hat deswegen keine Nachteile. So, jetzt kommt ein Connector der Größe M dran. Die Größe M ist für die Bleigewichte 121 und 142 Gramm bei uns. So, zapp, jupp. Hier sieht man es auch noch mal schön, auch der Connector, beide Spleißungen des Connectors sind gekrimmt. Also wie schon gesagt, 1000% Vertrauen. So, einhängen, den Sleeve, den Quick Change drüber ziehen und fertig. So, jetzt wollte ich noch eine Montage neu machen. Dazu brauche ich einen Fullmetal-Boilie-Stopper. Des Weiteren einen Haken und zwar genau. Ich nehme dazu einen Crank X von Koda in der Größe 4. Da ich einen kleinen Schneemann mache, reicht die Größe für mich vollkommen aus. Ja. Und dann habe ich hier etwas Armadillo in 45 Clips und los geht's. Die ganze Verbindung ist wieder ganz einfach No Knot. Und mal gucken, ob der Tommy das mit der Kamera mein Gewackel einfangen kann. Ich glaube, ein Profi. Schlecht bezahlter Profi. So, erstmal die Schlaufe für den Boilie-Stopper. So, jetzt kommen meine beiden Boilies. Ich mache dieses Mal, das ist wieder der Response Red von MTC, aber jetzt ein 16er Pop-Up und ein 20er Sinker mache ich jetzt mal dran. Den Sinker, den schäle ich mir etwas aus, dass der Pop-Up schön drin steht, mir gefällt das. Ich nehme dazu einfach hier die Schere, setze die hier an, drehe das so eine Runde, da habe ich so eine kleine Kehle reingedreht. Ihr werdet es gleich sehen, so sitzt der Pop-Up schön drinne. Boilie-Nadel, zack. Und das war's. So, jetzt hier drauf. Die Schlaufe guckt durch. Jetzt kommt mein Full-Metal-Boilie-Stopper zum Einsatz. Einfach einhängen. Und dann straff ziehen. Hier wieder sehr schön, also wie gesagt, wie immer. Die Schnecke oben binde ich mit dem Boilie, schließe es einfach perfekt. Da ich jetzt speziell, ihr habt es ja schon gemerkt, so ein Fan von kurzen Vorfedern bin, brauche ich jetzt nicht zu viel ablenken. So. Jetzt wie gesagt das No Knot. Einfach einmal durch. So, jetzt nochmal vor, gucke ich nochmal. Oh ja, ja, der ist gut. Einmal oben durch. Dann wie gesagt die Haarlänge bestimmen. Da ich jetzt ein sehr kurzes Vorfach wähle, mache ich natürlich jetzt auch kein ultra langes Haar. Das wäre Quatsch. Oh, ich mache so, sag ich mal, ich gehe, wenn ich das gerade runterhalte, ungefähr 5 mm unter den Hakenboden, also unter den Hakenschenkel hier, das sind 5 mm hier dazwischen. Das ist für mich jetzt perfekt. So, jetzt mache ich hier circa 8-9 Windungen. Damit steht das Haar etwas weiter oben aus.
Also das könnt ihr echt machen, wenn ihr wollt. Ihr könnt da 5 Windungen machen, ihr könnt da auch 15 machen. Das ist, der Knoten hält so oder so. Es geht nur darum, von welcher Stelle, wie das Haar dann pendelt, wie man das mag. Und ich will es etwas höher anbinden, dass das nicht ganz so schaukelt und gut. So, viel gefummelt, hat es geklappt. Aber auch furchtbar dicke Hände, muss ich dazu sagen. Jetzt ziehe ich den Knoten nur noch mal ganz leicht straff. Justiere das herausgehende Haar. Justiere das herausgehende Haar, dass das wirklich bei mir hinten beim Hakenbügel ist. Ich mag das nicht, wenn das nach rechts, links oder sogar nach vorne rausguckt beim Knoten festziehen. Das ist für mich nochmal wichtig. Als nächstes brauche ich einen Anti-Tangle-Sleeve. Das habe ich hier schon in der Kiste drin. Gibt es auch bei uns schön weich. Schön weich. Die Nadel leicht befeuchten. Anti-Tangle-Sleeve auffädeln und dann ganz einfach hier drüber. So, und zu guter Letzt, ich zeige euch das jetzt noch mal hier auf meiner Hand. Ihr seht jetzt den Haken, das Haar, den Boilie und das Anti-Tangle-Sleeve. Und ich werde im Prinzip so knapp wie es geht, weil ich das für den Hakeffekt wichtig finde bei mir, die Öse so knapp wie es geht drüber bin. Das heißt, circa in der gleichen Länge wie jetzt das Anti-Tangle-Sleeve draußen ist, werde ich den Knoten ansetzen. Warum mache ich das so? Wie gesagt, solange wie der Boden relativ fest ist, will ich, dass der Fisch schnellstmöglich nach dem Einsaugen des Köders Kontakt mit dem Haken kriegt. Der Fisch hat unten keinen Stress beim Fressen, das heißt, er nimmt den Boilie auf. Jetzt hat er den hier im Mund, steht noch da, das Vorfach ist noch gar nicht straff. Und jetzt bewegt er sich langsam rüber und dann will ich, dass das ganz schnell zieht. Und das sorgt auch dafür, dass der Haken mittig unten sitzt, wenn wirklich gleich die volle Last des Bleies auf die Hakenspitze wirkt. Und das ist durch das Multilead eben mit gewährleistet. Deswegen zeigen wir euch immer wieder, wie der Haken sitzt. Das ist ja ganz wichtig. Und das ist auch wichtig, gerade bei größeren Fischen oder Fischen, die doch bei der Flucht richtig losmachen, dass man doch Vertrauen haben kann, dass der Haken richtig sitzt. Perfekt, jetzt ziehen wir das nochmal ganz kurz fest. Und dann haben wir das im Kasten. Genau. Überstehende Ende wieder abschneiden. Die überstehende Schnur natürlich nicht wegschmeißen, sondern in die Tacklebox reinmachen. So, und jetzt hänge ich einfach die Schlaufe in den Quick Change Schrumpf Connector unten ein. Das Anti-Tangle-Sleeve über den Quick Change ziehen, Blei einhängen und dann geht's los. Dann kommt die Rute raus und wir hoffen, dass wir den nächsten Fisch dran kriegen. Nochmal ganz einfach, ich zeige es euch nochmal. Das Blei in den Seitenarm des Leadclips. Anti-Tangle-Sleeve drüber. Dann wird der Vorderteil des Connectors in unser Blei einfach drauf gesteckt. Jetzt nochmal zur Demonstration. Ist das so, Tommy? Mhm. Nochmal zur Verdeutlichung, was ich meinte, der Fisch nimmt den Köder auf, ein kurzer Weg und schon seht ihr die volle Last des Bleis. Jetzt merkt der Fisch, da ist was faul, die Schnur strafft sich, das Blei schlägt nochmal durch, ein zusätzlicher Hakeffekt und der Hake sitzt perfekt und dann piept es an der Rute und los geht's. So, unser Stefan in den Abendstunden wird er noch mal aktiv. Jetzt die linke Route mal abgelaufen. Der Fisch will das Land verlassen. Macht hier hart links. Sag mal, ich bin gespannt, ob du auf der Stellung wieder hochkommst. Ja? Es ging relativ zügig. Die Route lag jetzt relativ lang. Ich mach mal durch. Wer hat den Baum dort gepflanzt? Wer war das?
So wie raus. Der fällt sich wie ein Raser. Ach nee. Was? Ich bin ein ganz kleiner. Ach, ist das süß. Aber haben es besser als hätten, ne? Reicht der Gigant? Ich zoome mal ran, dass wir drauf haben, ja. So. Ein Gigant. Richtig. Gestern noch ein Ei und heute ein Stephans Händen, hä? Ja, Tommy in Action. Mega. Ah, oh, ausgeschnitzt. Fuck. Fuck. Wieder im Holz drin gewesen. So, jetzt guck mal. Was ist passiert, Tommy? Ja, ich guck gerade hier. Gleich ausgelöst, war ja Hindernis. Also, unser Zeug hat Gott sei Dank gehalten alles. Leider müssen wir hier feststellen, hier ist das Vorfach gebrochen an der Grimpe. Aber gut, sowas kann passieren. Ja. Die Grimpe ist noch vollständig, aber es ist direkt da. Vielleicht wurde es beschädigt. Mhm. In jedem Fall fühlte sich das grundsätzlich ganz gut an. Es war gut Druck auf der Route. Es war ein Hindernis da, das muss man auch sagen. Ja, es war jetzt, ja, weitermachen auf jeden Fall. Nun, erster Fisch für mich verloren. Gott sei Dank Vorfach gebrochen. Was ist Gott sei Dank, aber auf jeden Fall alles das, was wir im Vorfeld gepredigt haben und Stefan halt unter Beweis gestellt hat, dass das hält. Das hat auch gehalten. Leider ist das Vorfach durch, das kommt vor. Dort liegen ein paar Bäume im Wasser. Ich dachte, ich hätte ihn weg, habe da auch relativ viel Druck gemacht. Ich glaube, das sieht man nur auf der Kamera. Und hat am Ende nie gereicht. Fühlte sich auf jeden Fall besser an. Also es war jetzt nicht so eine, so einer vom Nachwuchs, ne? Oder von den Zukunftsfischen, wie mein Freund Papisch Andreas immer sagt, war es nicht. Der war ein bisschen besser. Ja, war jetzt bei mir noch nie besser gewesen als die Nummer. Wir angeln seit circa heute 11 Uhr Mittag. Also sehr ereignisreicher Tag, so rum. Bei Stefan hat das ein bisschen besser geklappt. Haben gerade ein paar Unterwasseraufnahmen nochmal kontrolliert. Auch Fische gesehen, das ganze Publikum, Schleie, Hecht, Barsch, alles da. Live bis leider noch nicht. Da ich aber an der Stelle eher weniger gefangen habe, lasse ich mal Stefan kurz nochmal zu Wort kommen, denn wir gehen jetzt quasi in den ersten Abend. Genau. Also das hat echt mega angefangen heute. Wie gesagt, wir kannten das Gewässer nicht, sind einfach kurz gucken gefahren. Ich hatte dabei das große Glück, wirklich gleich Fische wirklich zu sehen. Das ist immer der direkte beste Weg. Natürlich dort, wo ich Fische sehe, lege ich dann selbstverständlich die Route ab. Das hat so gut funktioniert, das habe ich noch nie erlebt. Also die Route war unten, ich habe es nicht zurückgeschafft mit dem Boot und jedes Mal war der Fisch abgelaufen. Da kamen drei hintereinander. Dann war ein bisschen Ruhe, jetzt hatte ich abends noch einen dazu. Also wirklich vier Fische tagsüber, mega. Drei kleinere, einen wirklich hübscher mit 10 Kilo. Motivation, Tommy zwei Bisse gehabt, leider beide nicht gekriegt, das war jetzt ein bisschen doof gelaufen, aber so ist das manchmal, es klappt nicht immer, das ist halt so. Wir starten jetzt motiviert in die erste Nacht, noch dazu, haben wir noch gar nicht so gesagt, wir haben jetzt die erste Zeit wirklich alles Single Hook Bait gefischt, wir haben wirklich gar nichts dazu gefüttert, wirklich gar nichts, und ich habe jetzt nach den Bissen jetzt bei mir, habe ich ein klein wenig Futter aufgelegt, aber wirklich, ich sag mal so 20 bis 30 Boilies der Größe 16 mm. Also ich habe dort wirklich, ich bin dort sparsam. Ich habe ja früher zu viele schlechte Erfahrungen gemacht. Wenn man gleich ein paar Kilo ablegt, dann sind die Fische am Fressen und man kriegt schwer einen an den Haken. Das möchten wir hier vermeiden, da wir auch nicht zu lange sitzen. Ja, jetzt geht's in die erste Nacht. Gut, wir beide hoffen wieder auf einen guten Fisch, ne? Oder eigentlich auch in die einzige Nacht. Also es ist eher eine kurze Visite, trotz der langen Fahrt. Werden wir morgen auch unser Lager wieder abbrechen, wollen morgen am Vormittag nach angeln, also um 5:30 geht es raus an die Routen, also ist Nachtangeln erlaubt, das bleibt doch so, wenn was passiert, nehmen wir euch mit der Kamera und mit irgendeinem Licht, was der Stefan hoffentlich bereit hat, und ansonsten wollen wir morgen früh nochmal ganz aktiv angeln mit Single Hook Bite, Kamera nochmal stellen und ab 5:30 Uhr soll das losgehen, da ist es relativ hell und da wollen wir nochmal Gas geben, um in den wenigen Stunden, die wir dann noch haben, ein paar Fische zu fangen. Ist natürlich auch nicht das Hardcore-Gewässer, muss man auch sagen. Also wir sind jetzt in einem Gewässer, wo die Fische lesen und schreiben können. Das ist sicherlich nicht so, aber dafür, dass wir das erste Mal hier sind,
ja, denke ich, haben wir uns ganz wacker geschlagen. Ich muss mich jetzt noch entschneidern in den letzten Stunden und hoffen, dass wir auch noch irgendwas anderes haben. Die Möglichkeit, dass wir nochmal herkommen, besteht auch. Ja. Also wir wissen dann nicht genau, was wir machen, aber da wir natürlich unseren Kanal füttern wollen, nochmal ein bisschen mehr in die Basics so reingehen, was für uns absolut Standard ist, vielleicht zu Themen, wie ist das Boot beladen, worauf geben wir Acht oder was, das wollen wir jetzt nach und nach immer mit einbringen und das vielleicht so ein Gewässer auch ganz gut dafür. Und mal gucken. Wenn ihr Fragen habt, natürlich immer in den Kommentaren und ansonsten... Genau. Also alles, was euch immer interessiert, wo ihr sagt, wir machen was, das ist nicht klar zu sehen, was machen wir, haut das in die Kommentare rein. Ihr bekommt von uns auf jeden Fall eine Antwort. Wir wollen euch nicht leer dastehen lassen. Wir wollen euch vorwärts bringen beim Fischen. Das ist unsere Aufgabe. Jungs, wir gehen jetzt in die Nacht. Daumen drücken, dass wir uns gleich wiedersehen, ne? Genau. Bis dahin. So, irgendwann in der Nacht. Stefan voll ran. Und nun das Ergebnis sehen wir noch. Super. Oh, der Kameramann erschlagen. Das Brutalste. Perfekter Sitz in der Unterlippe. So. Schönes Kerlchen, ein strammes Bäuchelchen. Ich hebe mal ganz kurz an und dann setzen wir wieder schonend zurück, wenn Flipper mitmacht. Wow. Super. Sehr schön. Läuft. Bye bye. Tschüss, Flipper. So, welche Zeit lernen wir, Stefan? Ja, wirklich gar keine Ahnung. Hm. Nachts. Oh ja, Stefan sieht böse müde aus. Ja, ich bin auch böse müde. Tommy, bitte blende mich nicht mehr. Ich möchte schlafen. Ah, zack. Nacht ist fast vorbei. Ja, jetzt hat der Wecker die Rute geklingelt. Die ist abgelaufen. Ich stehe hier im Wasser schwer im Drill und fühlt sich gar nicht schlecht an. Der Kollege ist jetzt schon schön in die Bremse gegangen in der Zeit, wo der Tommy die Kamera geholt hat. Ja. Und jetzt gucken wir mal ganz schlau, was hierbei rauskommt. Aber erstmal ein paar Meter weg von mir. Ja. Der Tag ist jung wie am Zelt. Das fühlt sich wirklich gut an. Viel Spaß. Gut. Kann ich die Schnur zum Ast. Ich weiß es nicht. Naja. Naja, Stefan. Naja. Mach dich ins Boot. Operation Karl Barsch. Ich bin ehrlich, ich bin Kopfhörer gesehen. Man muss ins Boot. Was? Oh, Stefan kommt mit dem Dampfer gefahren und wird jetzt versuchen, seinen in den Baum geschwommenen Fisch zu befreien. Operation Kaulbarsch hat begonnen. Dritter Täuscher fährt dem Abenteuer entgegen. Doch Ritter Täuscher vergaß den Kescher. Autix, Autix. Ich sag doch noch Autix. Du kannst doch nicht so hoch sein, der muss ja geflogen sein. Wisst ihr? Oh.
Wir haben einen Ritter-Täufer gleich mal ins Wasser stürzen sehen. Da ist ja noch ein Blinker drin. Ey. Bring den mit, den können wir Ibi einstellen. Oh, erste Hindernis gelöst. Schade, dass ich gerade den Kaffee auf Kenntnis ein bisschen genießen. So, weiter geht's. Unser Rittertäuscher. Und der Kaulbarsch. Nach einer Warmbegebenheit. Täusche, ich sehe sie gar nicht. Er kämpft gegen die stattliche Kiefer. Es ist ein Gefecht auf Augenhöhe. Und auch dieses Mal geht Rittertäuscher als Sieger hervor. Ich bin gespannt, wenn Rittertäuscher bemerkt, dass er keinen Kescher hat. Fisch ein. Oh ja, und es platscht. Der gefährliche Kaulwurst ist zum Leben erwacht. Im Schleppverband kommt der kühne Recke zurück. Das ist ein Halterholz. Was für eine Aktion, was für eine Operation. Komm mal. Ist doch klar. Rittertäuscher, du machst ja gerade so einen riesen Auto gesehen. Hast du den... Du wirst ins Boot müssen. Was ist denn jetzt nicht wahr? Ja, ich weiß nicht, was dir vorhat, ist Rittertäuscher. Scheiße, ja. Ach, wenn deine Rippe nicht so weh tun würde, ich würde so gerne lachen wollen. Mikrowohl, hast du ja keinen Platz zu. Das Problem, ja. Und wieder stürzt sie sich in die Fluten, um die Operation Kaulbarsch noch für sich zu entscheiden. Das ist meine Route. Oh ja, jetzt, come on. Jetzt. Komm, Kumpel. Come on, jetzt. Get in. Wunderbar. Operation geglückt. Furchtlos hatte diesen dramatischen Kampf für sich entschieden. Nach langer, wirklich langer und anstrengender Operation ist es mir doch noch gelungen, den Weckerfisch zu fangen. Den gucken wir uns jetzt mal an. Den Kaulwurst, den der Stefan so geärgert hat. Oh ja. Hammer, gekämpft hat er, als wäre er doppelt so groß. Wenigstens. Gleich mal vorneweg sagen. Die in lila Beulis, die scheinen hier so schmecken. Wie sind die Dinger? Riesbundesfett. Ach, die sind das. Schmeckebeulis. Hm? Reichen deine Kräfte noch, um den Fisch zu heben? Ich glaube nicht. Ich werde trotzdem versuchen. Ja, sonst hol ich einen Wagen her, aber schnell. So, heb den Hübschen. Der Stefan geht ja ganz schön in Vorleistung. Stefan fängt die Fische, ich habe den Spaß. Ja, das, einer, der einer der schönsten Drills der Angelgeschichte. Aber Stefan ging als Gewinner hervor. Ja, das hat mir einiges abverlangt. Mhm. Wirklich, also das war. Ja, aber ihr kennt das alle. So eine Situation gibt es gar nicht öfters. Aber. Ich habe sowas noch nie gesehen. Also mir ist sowas noch nie passiert.
Dann geht er wieder zurück. Sieh mal, Stefan. Hi, mein Guter. Nun hätte ich geärgert. Ja. Und tschüss. Und tschüss. Jetzt gibt es also mal einen Kaffee und dann stellen wir mal die Unterwasserkamera. Oder wie immer, Ritter Teufel, damit er noch ein paar schöne Aufnahmen für euch einfangen kann hier. Ja. Ich habe noch nicht mal meine Routen draußen. Wir haben immer noch nicht den ersten Kaffee des Tages getrunken. Und schon hat es an Tommys Route gefiedelt. Und da steht er am Kampf mit dem Fisch am Wasser. Ja, oh, oh, oh. Ah, hier geht's wirklich. Also wenn die Ruhe, wenn die Mütze in Kampfrichtung gebürstet wird, dann ist großer Alarm angesagt. Bruno, die Killerente, wenn sie nicht Schnur schwimmen? Nee. Wahnsinn. Ja, die Rute lag jetzt wirklich nicht lange. Diesmal habe ich ein bisschen Futter zugegeben. In der Nacht hatte ich noch einen wunderschönen Stock gefangen. Der liegt hier draußen noch. Also war weit, weit über einen Meter. Und ansonsten lief das bei mir jetzt ja nicht so überragend. Aber nach der letzten lustigen Szene vom Stefan war ich motiviert, die Routen sofort neu zu fahren. Um auch noch als Holder Recke in die Geschichte einzugehen. Und ja, ich denke, ich krieg mehr oder weniger das gleiche Problem wie der Stefan. Der Fisch will genau dort hin, wo Stefans Fisch hin wollte. Aber auch sieht's gut aus bei dir, ne? Ja. Schauen wir mal, wir nehmen doch das rüber. Das geht hier nicht aus. Ja, auch Operationen um den Baum drumherum. Ja. Tommy geht ins Boot. Ja. Das ist Angeln mit Hindernisparcours. Ja, hat er gut gemeistert. Das scheint er schon mal geübt zu haben, würde ich sagen, so wie das aussah. Und ich denke, er hat sich einfach bei mir. Er hat gesehen, was ich für eine Scheiße gebaut habe, hat es einfach besser gemacht. Nicht, aber ich weiß ja, was rauskommt. Der Film ist ja heute schon gelaufen hier. Hopp, ich war den Kasperkescher mit. Nee. Ein treuer Begleiter über viele Jahre. Los geht's. Und? Und in die Nett. Jawohl. Und den Schneider, mein Schatz? Was hast du? Bist du in Schneider? Ich bin in Schneider. Mega! Ich bin überwältig. Oh ja, das könnte fast der Rekord sein. Ja. Staunlich, wie ich das mit einer Hand mache. Aber links ist so meine starke Hand. So, ich mal außenrum, ne? Mit Bruno. Die Nachricht. Die Hand ist davor. Das Reichen ist noch da. Super. So. Der morgendliche Entschneiderer. Ja, was soll ich sagen? Wir freuen uns über jeden Fisch. Kaffee war so kocht. Kaffee war so kocht. Genau. Der Morgen hat gut gestartet. Richtig. Wie gesagt, alles Zukunftsfisch hier zum Teil. Den ich gestern vernommen habe, war besser. Der eine vom Stefan war besser. Ein paar Stunden haben wir noch, wir werden jetzt weiter diszipliniert unsere Routen fahren. Genau. Und gucken, ob wir einen von den vorangeschrittenen Altern oder noch welche bekommen. Dann machen wir's. Den hauen wir auch wieder rein, dann gibt's Kaffee. Oh. Nee. Zukunftsfisch, ade.
Die letzten zwei Stunden Angeln liegen vor uns. Und es ist jetzt seit früh ruhig geblieben, seit der Dämmerung, wo ich und der Tommy, wo wir jeder einen Fisch hatten. Aber man muss auch dazu sagen, es ist jämmerlich kalt geworden. Oh ja. Also gefühlt noch viel, viel kälter. Gefühlt wie minus 10. In Wirklichkeit kurz über 5, aber ein kräftiger Wind dazu. Und es scheint den Fischen auch nicht zu gefallen. Unsere Ruten liegen ja relativ flach. Hat sich bis jetzt nichts mehr gezuckt. Wir haben das Gewässer hier wirklich gut im Blick. Haben auch nichts gesehen an Aktivitäten. Und ja, wir haben hart gekämpft. Jetzt gibt es ein kräftiges Frühstück. Kaffee ist mittlerweile der zweite. Bei mir sogar der dritte. Tommy legt vor. Ja. Aber kurz noch mal auf die Sache einzugehen, was wir geplant hatten. Also es war ja für uns komplett ein neues Gewässer. Wir wussten jetzt nichts vom, also das Karpfen drinnen waren, wussten wir. Wir haben welche gesehen, dass das jetzt überwiegend alles Zukunftsfische waren. Gut, hat sich jetzt, momentan ist das so. Vielleicht kommt da noch ein besser. Fische haben sich im Flachen gezeigt. Entsprechend haben wir auch die Ruten flach abgelegt. Ich am Anfang noch meines Erachtens zu tief. Aber dann am Ende doch mal ein paar Bisse bekommen. Gestern leider den besseren verloren durch quasi Bruch des Puffer vom Fluorcarbonmaterial. Aber das kann passieren. 1000% gibt es da halt nicht. Auf jeden Fall haben wir halt im Flachen gefischt. Mit Stefan lief das super gut an. Es sind jetzt doch einige Bisse gekommen. Der 10 Kilo Fisch mit den schönen Schuppen, da war eigentlich ganz toll. Ich glaube, da haben wir auch alles richtig gemacht. Ob man jetzt viel mehr hätte rausholen können, weiß ich nicht. Ich habe die Nacht komplett durchgefischt. Eine Rute auf dem eigenen Ufer, das vor meiner Nase quasi Seerosenfeld. Das hat nichts gebracht, also da kam keiner vorbei. Nach Stefans Kaulwarsch-Aktion hier, Ritter Stefan, mal sehen, ob er es reinschneidet. Die Nummer mit Ritter Stefan und Ritter Täuscher, glaube ich, hatten wir dann. Danach hatte ich ja meine Rute auch noch, oder beide Ruten neu gefahren, konnte auch gleich noch mal einen Fisch fangen. Die kommen alle flach noch. Ja. Heute Morgen, dann ist die Temperatur drastisch runtergegangen. Gut, dann nehmen wir sowas, 3-4 Grad, fühlt sich ja viel schlimmer an. Ja. Auf jeden Fall Kälteeinbruch, komplett ohne Sonne. Gestern Stefans Stelle war quasi, wo es so sehr gut anlief, komplett, sag ich mal, stand die Sonne drauf. Entsprechend wird es etwas wärmer gewesen sein. Und ja, das ist jetzt der Stand der Dinge. Also ich hoffe, man konnte erkennen, wie man so eine Sache angehen. Das ist schon meine Begriffe, machen das schon viele Tage. Ja, muss man jetzt nicht so lange in der Schule gewesen sein. Wenn man die Fische findet, angelt man dort. Dass sie jetzt im Frühjahr halt flacher stehen, ist eigentlich auch jedem bewusst. Und so haben wir das gemacht und das hat halt gleich zum Erfolg geführt, was wir natürlich immer machen. Und da haben wir natürlich die größere Möglichkeit als manch anderer. Wir gucken eben brutal auf den Luftdruck. Wann wir angeln gehen, können wir uns fast ein bisschen aussuchen. Für uns ist dort kriegsentscheidend der Luftdruck und das ist jetzt wieder bewiesen. Da war jetzt permanent eigentlich tagelang weit über 1025, gehen jetzt runter auf 1007. Wir hängen uns jetzt noch im Bereich von 1010, ist wieder leicht steigend, aber geht der Luftdruck runter, dann ist die Chance schon mal um einiges höher, wirklich erfolgreich zu sein. Ja, vielleicht können wir noch einen verhaften. Zwei Stunden haben wir noch, oder zwei Stunden haben wir uns noch gegeben. Ja. Die halten wir jetzt noch aus hier. Wir haben schon rundherum ein bisschen rein gemacht, dass wir dann schnell weg sind. Also wirklich toll, am neuen Gewässer eigentlich gleich so durchzustarten. Wir haben uns vorher über Fischgrößen ja nicht weiter erkundigt. War einfach mal eine komplett neue Sache. Badesee, wirklich witzig, muss ich sagen. Hat Laune gemacht. Und wir überlegen, vielleicht starten wir noch mal durch. Vielleicht wollen wir nächste Woche noch mal nachhaken, weil was wir gesehen hatten, war zum Teil der eine Fisch auf jeden Fall größer. Also jetzt keine Riesen, also wir rechnen jetzt in den Wilden, aber ich hätte dem so eine 15 Kilo gegeben, den Fisch. Den haben wir nun leider nicht gefangen, was wir verloren haben, wissen wir auch nicht. Aber das ist jetzt quasi die große Preisfrage, ob wir jetzt hier nochmal angreifen wollen, weil wir wollen jetzt eigentlich jede Woche raus, immer die Woche versuchen und irgendwie ein Video zusammenzubauen für euch. Wie gesagt, dort nochmal auf die ganzen Sachen, die für uns komplett standardmäßig sind, einzugehen. Interessant wird sicherlich jetzt auch über das Jahr mal zu begleiten, weil der Stefan ja rigtechnisch komplett anders unterwegs ist als ich. Was das dann am Ende, sag ich mal, ergibt, wahrscheinlich nichts, weil seine Fang, meine Fang, ist halt situationsbedingt. Hier denke ich, schätze ich schon, war die Stelle etwas glücklicher, da die Sonne da drauf geschienen hat und ich nur mal ein bisschen Pech mit dem Vorfach hatte. Aber gut, ihr könnt, wie gesagt, trotzdem, wir hatten es gestern schon mal irgendwo erwähnt, also was ihr sehen wollt, einfach mal ansprechen in den Kommentaren. Ein großes Flussprojekt steht noch an für Stefan und mich. Da wollen wir ran, ein weiterer Riesensee.
wo wir beide noch nicht geangelt haben. Also geplant haben wir wirklich viel. Ja. Also wie gesagt, der Balaton ist aufgrund der aktuellen Situation wieder ins Wasser gefallen. Mhm. Na, und das Frühjahr ist ja gleich durch. Das sollte wieder eine Frühjahrsaktion werden. Das ist leider wieder ins Wasser gefallen. Aber aufgehoben ist nicht aufgeschoben, Mann. Irgendwann wird das klappen. Ja. Aber wir gehen hart rein und immer wieder an der Stelle die Bitte, was ihr sehen wollt, haut das in die Kommentare, wo ihr sagt, das haben wir euch zu wenig erklärt, dort habt ihr nicht richtig gesehen, wie und was funktioniert oder warum ist dann was passiert. Haut das immer fett in die Kommentare rein. Wir freuen uns darüber, wenn ihr rege daran teilnehmt. Nur so kommen wir weiter und können euch auch weiterhelfen. Und ja, genau. Noch einen Kaffee, noch eine Stunde relaxen. Und ansonsten gibt es dann kurz noch die Verabschiedung irgendwie. Wir hauen halt nochmal irgendwie nicht raus. Aber es sieht gerade zäh aus. Aber vielleicht hilft das ja, dass es noch besser kommt. Also dann, der Stefan muss jetzt essen, das dauert ungefähr 2 Stunden. Das ist jetzt seine Vorspeise. Genau. Naja. Essen ist wichtig. Genau. Alles klar. Männers, bis dahin. Vorbei. Für uns ist jetzt die Session hier an der Stelle vorbei. Wir beschließen jetzt, es ist 10 Uhr morgens, sind jetzt quasi fast 24 Stunden am Wasser gewesen. Die Routen waren nicht ganz 24 Stunden drin. War eine tolle Session, wie immer was gelernt, gerade auf die letzten Stunden das meiste. Ja. Heute früh noch die Routen in der Dämmerung gut abgelaufen und wir beide haben uns schon ein bisschen ausgemalt, oh, da geht noch was. Aber es war dann wirklich richtig kalt geworden. Dazu ein kräftiger Wind und das hat unseren Freunden hier im Wasser nicht richtig gefallen und es gab wirklich keinen Piep mehr. Nee, die sind weg auf jeden Fall von den Stellen, wo wir sie gestern quasi gesehen haben und der Stefan hauptsächlich dann auch gefangen. Ja, ist wie es ist. Am Ende, die letzten Stunden waren jetzt eher sehr lustig, also ich bin gespannt. Also Stefan wollte jetzt nochmal in die Luft fliegen oder so, der Gaskocher hat gebrannt, verschiedene Sachen. Teile davon sind auf der GoPro drauf, ich gucke mal, ob du das irgendwie verwerten kannst. Also, guck mal, ja. Gelacht haben wir genug. Ja. Gefangen haben wir zum Schluss weniger. Schöne Session. Gucken, vielleicht kommen wir wieder. Das diskutieren wir jetzt mal auf der Heimfahrt, ob wir nochmal anbleiben, weil wir haben größere Fische gesehen, als wir gefangen haben, muss man auch ganz klar sagen. Und dann die wollen wir wahrscheinlich nochmal ran und entsprechend gibt es dann nochmal ein Video dazu. Bis dahin, abonnieren bitte und Daumen da lassen. Wenn es nie gefallen hat, auf jeden Fall wegen mir gerne den Daumen runter, aber dann bitte auch mal dazu schreiben, was euch nie gefallen hat. Das würde ich mir wirklich wünschen, da einfach mal ein bisschen mutig sein, nicht mal bloß einfach sagen, wir sind blöd, das wissen wir alleine. Genau, würde ich mal hinschreiben, was euch nie gefallen hat. Nur so kann es besser werden. Anders, richtig. Anders müsst ihr euch das halt anhören genau. Und ertragen, wie es ist. Ne? Männers, in diesem Sinne, schaut euch ins Wasser. Genau. Fangt was. Bis dahin, Sport 2.